Was heißt eigentlich Intralogistik? Wissen Sie, was Intralogistik ist? Nein, nie gehört. Was sagt Ihnen Intralogistik? Habe ich noch nie gehört. Kennen Sie den Begriff Intralogistik? Nee, keine Ahnung, das sagt mir gar nichts. Wie würden Sie zum Beispiel 100 Wasserkisten auf einmal bewegen? Wie würdest du zum Beispiel ein Windrad aufbauen? Wissen Sie, warum Ihr Paket morgen schon bei Ihrem Kunden ist? Geht es Ihnen mit der Intralogistik auch so? Dann haben Sie bisher eine der spannendsten und abwechslungsreichsten Wirtschaftsbranchen verpasst. Die Intralogistik ist der Teil der Logistik, den man meistens nicht sieht. In der Intralogistik versteht man die Warenbewegung in einem unbegrenzten Raum, wie zum Beispiel einem Hafen, einer Produktion oder einem Distributionszentrum. Dazu gehört der gesamte Datenfluss, der für diesen Umschlag notwendig ist. Intralogistik heißt die Unterstützung von Mensch und Wirtschaft. Nur mit Lösungen der Intralogistik kommt heute das zu Ihnen, was Sie im täglichen Leben sonst schnell vermissen würden. Ihr Strom, Ihr Paket, Ihr Mineralwasser, Ihr Essen, Ihr neues Kleid oder Ihr Gepäck am Flughafen. Fördertechnik in der Intralogistik ist definitiv eine Kernfunktion. Wir finden die Fördertechnik in unterschiedlichsten Branchen. Im Paketdienst, im Versandhandel. Und kaum eine Branche in Deutschland wächst so konstant wie die Intralogistik. Rund 15 Milliarden Euro setzen die Unternehmen der Intralogistik pro Jahr um. Steigerungen von Jahr zu Jahr deutlich über dem deutschen Wirtschaftswachstum sind die Regel. Denn die Anforderungen an Intralogistiksysteme ändern sich ständig. Das eine ist mal, dass sich das Verhalten der Endkunden deutlich verändert, wenn wir an den E-Commerce denken. Es passiert heute, dass bei uns zu Hause in der Familie dreimal am Tag eine Bestellung ausgelöst wird und am nächsten Tag auch drei Pakete kommen. Eine innovative Branche mit marktgerechten Produkten, die auch im Ausland gefragt sind. Intralogistik heißt internationales Wachstum und Jobs in Deutschland. Ein wichtiges Projekt ist momentan ein Tiefkühllager in der Ukraine, in Ladischen. Da geht es um ein Tiefkühllager für eine Schlachterei mit 20.000 Palettenstellplätzen. Nahezu drei Viertel des Umsatzes erzielt die Branche im Ausland. Dank mehr als 100.000 exzellenten Mitarbeitern und einem hochqualifizierten Nachwuchs. Intralogistik wächst nicht nur in Osteuropa, in Westeuropa, in den USA und Kanada, sondern auch in den sogenannten Schwellenländern. Die Intralogistikbranche ist eine sehr spannende Branche, das heißt, jedes Projekt ist komplett individuell und jedes Projekt wird komplett neu mit einem Kunden geplant, erarbeitet und geschaffen. Stetig neue Herausforderungen also, die nach neuen Antworten verlangen. Intralogistik heißt Innovationen für die Zukunft. Optimale Lagerkapazität, Software-Systeme für intelligente Prozesse, schnelle Abläufe und effiziente Technologien. Die Unternehmen der Intralogistik spielen bei Neuentwicklungen in der ersten Liga. Forschung und Entwicklung hat in der gesamten Branche einen sehr hohen Stellenwert. Seit über 60 Jahren sind wir im Bereich der E-Mobility aktiv. Energieeffizienz ist seit der Zeit schon immer ein ganz wichtiges Thema. In der aktuellen Diskussion trägt ein niedriger Energieverbrauch auch zu Kosteneinsparung bei und gleichzeitig zu einer Reduzierung des Carbon Footprint. Themen wie Energie, Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Emissionen und Lebensqualität bewegen die Menschen. Die Unternehmen der Intralogistik sind dabei und gestalten die Zukunft mit. Mit qualifizierten Mitarbeitern und einer intensiven Entwicklung von innovativen Produkten und Lösungen. Lösungen, die Sie nicht immer sehen, die Sie aber im täglichen Leben unterstützen. Vielleicht mit schnellen automatischen Sortieranlagen,
großen Kram. Ach so, ja. Ein Gabelstapler. Die Unternehmen der Intralogistik. Für Sie, mit Ihnen.